Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Alice Madness Returns. Und es ist wieder so ein Schweinchen. Ich weiß nicht, ob ich ihn von hier aus... Das scheint ja super zu funktionieren. Problem ist, irgendwie geht es nur von unten, habe ich das Gefühl. Ah nee, oder von vorne. So schräg vorne. Unten vorne. Vorne irgendwie. Aber geht's da auch weiter oder muss ich... Ich glaube, das ist ein anderer Pfad, ne? Wenn ich jetzt darüber gehe, so. Ah, guck mal, was da ist. Loot! 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 Und noch mehr Loot. Hier sonst nichts. Okay, cool. Hoppala. Das ist ja sehr witzig, wie sie immer Druck aufbekommt. Macht irgendwie Spaß. So, lass mich raten, damit kann ich jetzt irgendwas holen. Seilbahn. Cool. So kommt man rüber, ey, wenn man Easy Taxi gerufen hat. Einfach nicht tickern, ne? Alter Industries. Also eine Erfindung vom Hutmacher, oder? Hutmachers Domäne. Die Domäne des Hutmachers. Fast so erinnere ich sie. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv und anders sei gut. Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Finde den Hutmacher, Alice. Er weiß mehr über anders als du. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen gut und böse? Machst du dir Freunde, Alice? Du bist so zufällig todbringend und gänzlich verwirrt wie immer. Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze. Troll dich in deine armselige Hütte. Ich rufe dich, falls ich dich brauche. Unüberlegt wie üblich. Es geht nicht um falls, es geht um wann. Und nun halte ein und den Mund, wie man so sagt. Typisch. Cool. Wie sie voll gelassen bleibt, während sie angegriffen wird, ey. Huch, ich habe eine andere Klamotte an, ey. Was geht denn jetzt ab? Ich hatte schon elegantere Auftritte. Ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind. Manche Luftströmer müssen durch Ventile aktiviert werden. Auf dem Luftstrom kannst du Alice drehen. Drücke Leertaste zum Verlassen des Luftstroms oder bewege dich einfach aus ihm heraus. Ja, crazy, ey, guckt uns an. Wir haben jetzt einen geilen Cyberpunk-Zeug. Also, nicht Cyberpunk, wie heißt's? Fuck, wie nennt man das nochmal? Wie nennt man diese Industrial Design Ding? Fuck! Wie nennt man das? Ich werd wahnsinnig. Leute, ich brauche Hilfe. Wie nennt man das? Irgendwas mit Punk auch. Fuck, ich komm nicht drauf. Wie nennt man die Scheiße, Mann? Wie nennt man den, wenn alles so... Ja, so wie hier die Umgebung aussieht, Mann. Und dann klamotzt die dazu. Was so halt bräunlich, schwarz, weiß... Bronzemäßig ist. Ach, verfickte Kacke, ich komm nicht drauf, ey. Ich flipp aus. Warum ist da unten ist eigentlich die Maus? Maus, verpiss dich. Ah, jetzt. Hey, das ist auch nicht besser. What the fuck? Warum ist jetzt hier die Maus? Hallo, warum ist die Maus? Warum ist die Maus da? Die Maus soll weg. Die Maus soll weg. Die Maus geht nicht mehr weg, ne? Ist das dumm? Guckt das euch an, ey. Jetzt habe ich hier eine Maus. Kommt die auf einmal her? Scheiße, ey. Ist das bescheuert. Das ist alles nur, weil die Verwirrung verwirrt ist. Vielleicht verschwindet sie ja wieder. Lizzie, weißt du noch, wie ein Dampfstoß dir dein Kleid bis zum Hals hochgepustet hat? Direkt vor Harrods. Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war. Naja, zum Glück. Hatte ich Unterwäsche an.
Ventil drehen. Ich muss sagen, das mit der Maus ist halt wirklich super nervig, ne? Oh, bitte sag, die ist jetzt weg. Nein, die ist noch da. Verdammte Axt. Ah, das hast du nicht kommen sehen, ne, Kollege? Kann ich da einfach hin? Geht das? Das geht. Guck mal da. Und wo komme ich dann dahin? Da ist auf jeden Fall, da sind auf jeden Fall Zähne. Ach, da oben komme ich dann hin. Oh, ey. Mal da, wer da schon wieder ist. Ja, Schnauze. Ein Topf kommt aus dem Nichts mit ein bisschen Dampf. Danke für die Flasche. So, dann gehen wir mal zurück. Und endlich mal weiter voran. Da oben sind Gegner. Hab schon gesehen, ja. Ja, das heißt auf jeden Fall, ansonsten der Part, der dann als nächstes kommt, wird dann die Maus wieder weg sein, weil... Ja, ich nehme halt die Folge dann, also halt immer, nicht immer, aber die nächste werde ich auf jeden Fall erst morgen aufnehmen. Na, bis dahin sollte es hoffentlich dann weg sein. Wenn ich das Spiel dann neu, bis dahin neu gestartet habe und PC und alles, ne? Ah. Ich glaube, die sind tot. Was ist hier? Ah, Löchchen. Noch ein Schlüsselloch auf jeden Fall. Boah, ich überlege die ganze Zeit nebenbei, ne, wie nennt man das Funk nochmal, das Zeug. Hallo. Ich werde echt wahnsinnig mal, wie nennt man das, Mann? Ich weiß es immer, wie man es nennt. Jetzt komme ich halt ums Freck nicht drauf, ne? Ich flipp aus. Hey. Da sind sie wieder, die guten Hebel, die wir aus dem ersten Teil kennen. Das sind einfach Glühbirnen, die fliegen können. Mal die abschießen. Wenn man bis da hoch gucken kann überhaupt. Okay, irgendwie nicht. Oh, hallo, du kommst einfach aus dem Dampf raus, oder was? Das Ding. Du bist ein Zug für ein dampfiger Geselle, ey. Aua. Ihr schleimigen Schleimer, ey. Hallo, was geht? Sterben? Das lässt sich arrangieren. Ja, moin, was geht? Aua. War noch nicht bereit, Mann. Ich war noch mit deinem Kumpel fertig. Noch nicht fertig, ey. Lass mich einfach schon an. Huch. Oh. Aha, ich glaube, ich bin im Menü. Oder so. Oh nein, jetzt habe ich schon zwei. Leute, ich habe schon zwei. Scheiße. Aber hört ihr das? Ich bin im Menü. Dumm. Ah. Ist das dumm? Ich... Oh Gott, ich habe jetzt drei. Nein, oder? Ich habe jetzt keine drei gemacht. Ah nein, ich habe jetzt drei. Guckt euch das an, ich habe drei Mäuse hier. Ist das dumm? Ist das dumm? Ich lieb's komplette. Ey, ich mach das Spiel kaputt. Wollen wir einen vierten haben? Aber erst nach dem Ding. Nicht, dass ich es komplett zerstöre. Habe ich jetzt den vierten gemacht?
Ich habe 4. gemacht, aber das Hauptding ist weg. Oh mein Gott, die Maus nervt mich nicht mehr. Aber ich habe jetzt 3D, 3... Oh nein, ey. Oh, aber es ist weg. Geil. Man muss einfach nur das Spiel kaputt machen, damit man... Oh, shit. Ach, tschüss. Man muss einfach das Spiel kaputt machen, damit die Dinger verschwinden. Aber dann habe ich jetzt halt 3 dafür. Ja, ich warte jetzt. Ne? Ich lass mich nicht nochmal abziehen. Ah. Er ist die Killerin, oder was heißt das? Von uns auf jeden Fall wieder einer, der ein bisschen aufs Maul will. Na, ja, komm schon, ne? Gib mal. Ach, du lebst noch. Ist denn noch was? Aha. Es ist so dumm, ey. Ich habe einfach 3 Dinger im Bildschirm und dann sind die alle auch noch so mittig, ey. Ist das dumm. Aber irgendwie ist es auch zu lustig. Das ist ja abgedrehte Sachen hier, ey. Ach, Scheißendreck. Du willst mich doch verarschen. Tschüss. Ich bin so ungeduldig. Ich merke es immer wieder. So, danke, tschüss. Jetzt aber. Das ist sonst nichts, ne? Nee. Boah, Alter, ist aber ganz schön kurz gewesen hier. Was ist denn mit euch? Wieso kommt ihr so aus dem Nix? Ah, ich hab doch. Okay. Alter, ich kann nicht. Ach, jetzt geht's. Hä? Hey, voll zeitversetzt. Okay, manchmal geht es nicht. Ich weiß nicht wieso. Ist da irgendwo eine Ausdauer? Dann zeige ich es, glaube ich, jetzt nicht, ne? Ah, komm. Okay, der hat auch gar keinen Bock auf mich. Oh, tschüss jetzt. Ruhe jetzt aber. Huch. Okay. Ich glaube, erst noch die Kisten da drüben kaputt machen. Was ist das für ein Geräusch, Mann? Als würde mich irgendwas angreifen. Ich dachte gerade, ist das ein Ding, das ich nur sehe, weil ich klein bin, aber nee. Dann noch mehr, wird ja jemand aufs Maul. Hallöchen. Alter, ich treffe den einfach nicht. Ich weiß nicht, was das gerade war. Ich habe irgendwie alles angegriffen, nur den nicht. Arm. Arm. Ah, okay. Ich schlitz hier rum, ey, und schlitz irgendwo anders hin, aber nicht da, wo der Gegner ist. Das ist schon witzig, ne, dass das Hauptspiel nicht so sehr verpackt ist wie jetzt dieser Teil hier. Wie der erste Teil, meine ich jetzt. Wo der erste so viel älter ist. Aber ja klar, ne, der erste, der musste damals gut sein. Hier schon wieder. Ich höre auf jeden Fall schon wieder hier eine Nase. Aber die Nase ist da drüben irgendwo. Oder? Wo ist sie denn? Da unten vielleicht irgendwie. Das heißt ja, als wäre sie irgendwo dahinter. Hallo Nase. Das heißt ja, als wäre sie da, ne? Als wäre sie genau hier irgendwie. Vielleicht sehe ich die, als wenn ich da rüber bin. Oder da unten. Okay, machen wir gleich mal. Boah, das war knapp.
da oben bist du. Mein Herz ist offen, Alice. Nie verschlossen, nie versperrt. Es braucht keinen Schlüssel. Ach, kein Schlüssel, Alice. Muss ja gucken, wo ich da hinschieße. Perfekt. Keine Ahnung. Okay, ich bleib einfach hier. Ey, ist das scheiße, ne? Oh! Okay, von hier scheint's zu gehen. Oh, es sind nur noch zwei da. Ah, ne, doch nicht. Ich dachte, einer ist jetzt verschwunden. Schade. Okay, für ein paar. Op. Eieiei. Ich mach Sachen, ey. Weiter geht's. Weiter geht's. Okay. Ventil wird geöffnet. Let's go. Komm, Alice. Mach jetzt das Ventil auf. Sehr schön, sehr schön. Ja, wo geht's da hin? Ah ja, toll. Oh ja, super, da drüben. Alter, okay, entspann dich. Ich hab schon wieder eine Schnauze. Oink, 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 oink. Das ist ja eine Seele. Ach, da! Ich wollte gerade sagen, es hat sich eine Seele hinter uns. Was ja offensichtlich war. Ah, jetzt kann man da hoch. Ah, schön, da ist nochmal eine Flasche. Die wollen wir natürlich haben. Hoppala. Diese drei Maus-Dinger da. Oh, die nerven so. Hui. Da bin ich wieder. Hallo. Was verpasst? Nein? Sehr schön. Ach, hallo. Dusche wieder. Jetzt auf einmal nicht. Jetzt, wo ich prepared war. Ich bin schon wieder eine Schnauze. Langsam wird es ein bisschen nervig. Okay, soll ich jetzt erstmal darüber oder? Nein, es ist wieder eine, die sich bewegt, die man gefährlich treffen kann. Oh nee, das wird jetzt wieder so eine Action, ne, das Ding zu erwischen. Scheiß drauf. Das ist mir zu dumm, ey. Weil es so buggy ist. Das ist mir einfach zu doof. Ich ganz ehrlich. Ich habe jetzt schon so viele Bugs in dieser Folge und in der Folge davor gehabt mit der Schnauze. Alter, irgendwann reicht's auch. Irgendwann ist auch genug. Hoppala. Augenbart. Ist jetzt so ein Zwischenboss oder bist du... Oh! Hoppala! Oh, ich glaube, das tat weh. Ah, okay, es war nichts Besonderes. Schon tot. Okay, ich weiß nicht, was hier passiert, ey. Oh no. Aber ich soll darüber. Hallo. Aua. Aua, aua, Alter. Okay, hallo. Ey, wenn man anvisiert, ne, dann ist man ja richtig RIP. Kannst ja gefühlt nichts mehr machen. Komm her zu dir, tot. Da oben ist auch noch einer. Soll ich jetzt da am besten hin, hier lang? Ja, hab doch mal kurz Geduld da oben. Ja, ich bin auch gleich da. Ich komm zu dir. Oh.
Hoppala. Ja, schönen Ding rein, dankeschön. Bam, bam, bam. Alter, habt ihr es gesehen? Das war doch mal jetzt. Das war doch ganz gut jetzt. Ja, das mit dem Anvisieren ist halt komplett bescheuert, dass es auf der Umstelltaste ist. Oder Feststelltaste, wie auch immer. Das wäre echt dumm. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö, okay. Dann gehe ich mal weiter, okay. Oh, im Fundbüro. Er ist zeitbesessen, finde ich. Abstauben, Mädchen. Der Hutmacher soll dich doch von deiner besten Seite sehen. Okay, was wolltest du mir davor sagen? Ist einfach aufgehört zu reden, ey. Und einfach was anderes angefangen zu verlabern. Okay, ob. Ah, okay. Mhm, man stirbt von Wasser. Muss ich mal gucken, wie ich das hinbekommen soll. Achso, das kommt erst einmal runter. Ah, nee, das kommt doch nicht ganz runter. Verarsche! Fahr mal ganz entspannt ganz runter. Und jetzt? Das schaffe ich doch nie, oder? Ah, doch! Ah, ja, gut, okay. Ich dachte, das wäre jetzt voll heftig, ey. Was ist jetzt da drüben? Was, wenn ich dahin will, muss ich dann... Oder muss ich da eh rüber? Sieht jetzt nicht so aus, als soll ich da ganz nach oben. Hallo. Okay, also ich denke manchmal will ich richtig so. Ich bin richtig, ich bin richtig. Drüben sind Zähne, die sammle ich ein. Das sind noch mehr Zähne und ich hoffe, ich krieg die noch. Oder so, mal schauen. Hallo. Ja, alles hier ein bisschen zu düster. Ich glaube, da oben geht's weiter. Dann gehen wir erstmal da rein. Hallo, will hier jemand aufs Maul? Ich weiß nicht, wann dieses Spiel speichert, Leute. Oh, oh, oh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay. Hui, Goldflasche. Bin ich da jetzt auch einfach wieder ganz entspannt zurück, oder... Müsste gehen, oder? Zack, zack, zack. Wow, ohne zu schweben sogar. Ey, diese drei Dinger, ne? Oh, ich werd wahnsinnig. Die sollen weg. Die nerven so heftig. Ich meine, es war ganz witzig und so, aber... Hui. Aber trotzdem, nervig. Sesam, öffne dich. Ah ja, da waren wir schon. Okay, nur dass der Bereich jetzt offen ist. Und rutschen, schätze ich mal. Yeah. Hoppala. Oh, sind jetzt die Dinger weggekommen? Ist ein fetter Ladebildschirm gewesen. Ich glaube, es ist eine Bombe. Einige Wände und Böden sind dünn und können zerstört werden. Platziere die Uhrwerkbombe nahe der schwachen Struktur. Zünde die Uhrwerkbombe, um die schwachen Struktur zu zerstören. Oh yeah, geil, eine Bombe. Mit Q. Okay. Lass mich raten, das ist so eine schwache. Ah, guck mal, ich habe sogar einen Schalter in der Hand, Alter. Ah. Man muss immer weggucken von der Explosion, damit man cool ist.
Komm. Das ist nice, ey. Und Büro. Ja, aber ich glaube, ich mache jetzt trotzdem erstmal einen Cut hier. In der Hoffnung, dass wir zumindest da den Safe-Spot haben, wo wir die Bombe bekommen haben. Wenn nicht, dann ist doof, da muss ich nochmal ein bisschen spielen. Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Guantanamo. Ciao.